So, nach den ganzen Interviews in dieser Woche mit dem ein oder anderen Battle-Rap-Künstler widmen wir uns mal wieder dem Hauptgeschäft der Analysen. Wir sind im letzten BBK-Achtelfinale angekommen, in dem Ska und Taiwo aufeinander getroffen sind. Wenn ihr wissen wollt, gegen wen Crystal Meth im Viertelfinale ran muss, dann solltet ihr jetzt gefälligst die Flossen von der Maus lassen. Beim direkten Vergleich der Videos sind mir ein paar Unterschiede aufgefallen. Das Video von Taiwo könnte auch als Tutorial für wie bindet man sich ein Bandana durchgehen. Außer die Graffiti-Wand wirken die Locations etwas langweilig und die Übergänge der Schnitte noch zu ungelenk. Ska versucht durch den beschrifteten Zettel mit der Aufschrift seines Gegners, den er am Ende metaphorisch aufgeladen verbrennt, ein Rahmenelement für seine Runde einzubauen. Gut gemacht. Auch in puncto Farbgebung und Schnitten war Skas Video leicht überlegen. Daher Videopunkt mit 1 zu 0 an Ska. Beim Flow kommt Taiwo besonders seine gute Reimtechnik zur Hilfe, die ihm ein flowliches Grundgerüst bietet. Ska klingt an ein paar Stellen etwas undeutlich, ansonsten flowt er seine Runde routiniert runter. Allerdings sehe ich in dieser Kategorie eindeutig Taiwo vorne, der eine Art Spannungsbogen in seinen Flow einbaut. Besonders mit seinem letzten Part, den ich als finalen Flow-Part bezeichnen würde, hat er mich restlos überzeugt. Ganz deutliche Silbenartikulation, gepaart mit einem schnellen Tempo und guter Reimtechnik, ergeben einen gelungenen Ausklang der Runde und einen Flow-Sieg mit 2 zu 1 für Taiwo. Kommen wir zur Reimtechnik. Bereits in der Qualifikation hat uns Taiwo schon mit einer sehr starken Technik überzeugen können. Im Achtelfinale legt er reimtechnisch noch eine gewaltige Schippe drauf. Ich zähl mal auf. Wir haben zeilenverbindende Reime, die sich am Ende der Zeile reimen und in den Anfang der neuen Zeile überleiten. Ich nenne sie mal Brückenreime. Er bringt zusätzlich mehrsilbige Reimketten. Ich verweise hier beispielhaft auf die Reimkette am Anfang seines Textes, die auf die Pointe zuläuft und dem Text technisch betrachtet einen gelungenen Spannungsaufbau verleiht. Durch die Wiederholung des Wortes niemand in seinen letzten drei Lines bringt er seinen Spannungsaufbau perfekt zu Ende. Bei Ska findet man auch eine sehr passable Technik, unter anderem mit genialen Reimkonstruktionen, zum Beispiel Baumhaus Kid auf Roundhouse Kick. Er bringt an ein paar Passagen gelungene Reimketten, zum Beispiel hier. Allerdings packt er in seinen letzten Part viel zu viele Zweckreime. Draufhauen, abhauen, Albtraum, was für Style, ganz klein. Lange Rede, kurzer Sinn, 2 zu 1 Technikpunkt an Taiwo. Kommen wir zu den Punchlines. Ska beschießt in seinen Lines folgende Angriffsflächen von Taiwo, zum Beispiel seine Jugendlichkeit, sein Aussehen inklusive Brille, sein Home-Video in der Quali, seine Vorliebe für das Nummerieren von Sätzen und seine Technikstärke. Die erste Line, die ich extrem gefeiert habe, war die übertreibende Line mit dem Roundhouse-Kick. Die hat gesessen. Danach bringt er eine Line, die man nur dann versteht, wenn man seine Quali gesehen hat. Er rappt: Leck mir die Sohlen, du Bastard wirst niedergemacht. Deine Brille ist fast so scheiße wie Blubbys Beatgeschmack. Ich fand die Line gut, weil er in ihr Bezug auf meine Analyse nimmt, in der ich seine Beatauswahl kritisiert habe. Schöne Verknüpfung. Dann versucht er, die nummerierten Lines von Taiwo zu befeuern, nämlich in dieser Line hier. Allerdings wird mir nicht ganz klar, welche Funktion diese Line hatte. Er nummeriert seine Lines, damit er nicht vergisst, wie viele er hat. Warum sollte man diese Schreibmethode bei Rap-Texten sonst anwenden? Besser, ja geradezu fabelhaft, finde ich seine Gegensätzlichkeiten, die sogenannten Antithesen, also die Gegenüberstellung von Gegensätzen, zum Beispiel Wolf gegen Hasen oder Killerwal gegen Goldfisch oder Panzer gegen Gundam. Allerdings gewinnt in Fabel nicht immer der Stärkere. Ska befleckt seine zum Teil sehr lyrische Sprache mit unpassend gesetzten Wörtern, zum Beispiel hier. Hier baut er das Wort Tunte absolut unpassend in seine Lines. Das Wort dient als Silbenplatzhalter und Zweckreim für seinen Reim auf Selbsthilfegruppe. Auch seine Lines, in denen er die Technikstärke von Taiwo beschießen will, zünden überhaupt nicht. Wenn man Taiwo auf reimtechnischer Ebene angreifen will, um ihm zumindest auf Augenhöhe zu begegnen, dann muss man Reimfolgen mit Elisionen, also aufsammeln, ansammeln, vermeiden und diese Reime durch Reimketten ersetzen, indem man auf ein Zweckreimmassaker verzichtet. Taiwos erste 8 Lines sind als Spannungsaufbau zu verstehen. Er setzt seine Pointe genau da, wo sie Battle-Rap-mäßig hingehört, in die 8. Line. Seine kompletten Parts sind, wie vorhin schon erwähnt, reimtechnisch exzellent verbunden und verdichtet. Demzufolge trifft er mit seiner Harald-Lesch-mäßigen Aufklärung über die Entstehung von Donnern und Blitzen
direkt ins Schwarze. Er berichtigt Scars Line aus der Quali, indem er deutlich macht, dass nur Blitze einschlagen können. Das passende Adjektiv zum Donner wäre Rollen. Hashtag Strebermodus. Dann kommt sein erster Feature-Part, den man auch werten sollte, da er versucht, weitere Punchlines gegen Ska zu bringen. Aber bevor ich auf seine Punchlines komme, muss ich leider negativ erwähnen, dass ich beim ersten Anhören und Ansehen der Runde nicht gecheckt habe, dass der Typ gar nicht im Video dabei ist. Ich dachte, dieser Bandana-Typ mit dem How to bind mir einen Bandana um, ist dieser Wandelbars. Naja, lyrisch und Punchline-mäßig war das auf jeden Fall eine gute Leistung. In seiner ersten Line verbindet er eine Übertreibung mit einem Spit auf Taiwos Namen und dann degradiert er das Raubtier Ska herunter zu einem Schoßhündchen. Dieser Feature-Part hatte einen Mehrwert. Im zweiten Part befeuert Taiwo die Bedeutung des Namens von Ska, was übersetzt so viel wie Narbe bedeutet, in folgenden Lines. Wie sein Feature-Gast versucht er Scars Selbstbezeichnung als Raubtier punchline-mäßig zu degradieren. In dieser Line hier. Bei deinem Gehen wünschte ich, du hättest Paarungsängste. Du machst auf Raubtier, doch stehst am Ende der Nahrungskette. Nicht so gelungen und leider etwas deplatziert fand ich die Rap-Künste von unserem Bandana-Mann im zweiten Feature-Part. Wenn sich jemand mit Tupac und B.I.G. vergleicht, kann ich das höchstens als Übertreibung werten. Insgesamt reihen sich Taiwos viele Punchlines strukturiert in seine Lyrics ein. Er bietet im Vergleich zu Ska weniger Zweckmäßigkeiten an. Daher geht der Punchline-Punkt mit 2:1 an Taiwo. Den Extra-Punkt skippe ich und komme direkt zu eurem User-Vote, indem ihr Taiwo den Extra-Punkt zukommen lasst, mit dem er am Ende 7:4 Ska besiegt und ins Viertelfinale einzieht und dort auf Crystal Meth treffen wird. Morgen steigen Kalito und Idol in den Battle-Käfig und versuchen sich das Ticket für das BBK-Halbfinale zu ergattern. Ob sich der ein oder andere Feature-Gast in die Runden eingeschlichen hat, findet ihr morgen um 16 Uhr heraus. Im zweiten BBK-Viertelfinale treffen am Freitag, den 12.06. Now und Tänzer aufeinander.